Ja, hallöle, Freunde der guten Laune zur Zeitung und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge beim Transport Simulator Tram, dem Early Access, und wir haben es endlich geschafft. Wir sind auf Level 10, das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, eine neue Straßenbahn, die R2-2B, zum einen auf unseren Strecken zu legen und die natürlich selber zu fahren. Aktuell im Early Access, wir gucken uns das mal kurz an, haben wir gerade einmal 25 Level. Das wird noch irgendwann steigen, auch besonders im Laufe des Roadmaps. Maps im Early Access, dann wir kriegen hier noch zwei weitere Straßenbahnen. Ab Level 25 erwartet uns die Ulf B1 und ein Ticken früher, sage ich jetzt mal, nämlich ab Level 20 kriegen wir die Stadt Regiotram. Bis dato kriegen wir halt hier und da ein paar Prämien, neue Züge, die wir setzen können, generell auch ein bisschen Einnahmen. Also diese pinken Balken sind so ein bisschen auch die Einnahmequelle und das werden wir uns nochmal in separaten Video ein wenig angucken, denn die Frage ist immer die, was bringt uns eigentlich die Fahrgastbeförderung beziehungsweise die Zufriedenheit der Fahrgastbeförderung, die ist ja aktuell bei uns auf der Linie relativ mies. Netzabdeckung ist natürlich auch mies. Das werden wir uns versuchen, mal so ein wenig anzugucken. Dazu müssen wir natürlich ein paar neue Straßenbahnen kaufen. Aktuell dürfen wir 16 haben. Aber ich sage alles mal in einem separaten Video. Ich würde mal sagen, wir errichten mal eine neue Route, wa? Erstellen wir mal eine neue und gucken mal, wo wir hier am besten vielleicht anfangen, um das Ganze hier ein bisschen schöner zu machen. Oder vielleicht fangen wir auch einfach mal da an, wo es am meisten Sinn macht, nämlich, ich kann es dir mal zeigen, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier noch sehen kann, doch, haben wir hier, drive by the university and fear the gasps of the education. Wir sollen höchstwahrscheinlich eine Route zwischen der Universität basteln und das werden wir natürlich selbstverständlich machen, eine kurze Strecke dies einmal, aber ich glaube, um einfach diesen Erfolg von 500 Erfahrungspunkte zu bekommen, müssen wir diese Linie basteln, indem wir zum Beispiel von Lichterallee starten, Richtung Danielsplatz und Universität. Das war es auch schon gewesen. Ihr könntet tendenziell auch länger machen. Können wir zum Beispiel auch hier machen, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen jetzt hier noch den Oberring mit oder aber wir fahren einfach mal hier entlang. Dann haben wir wenigstens den so ein bisschen mit abgedeckt und dann passt es auch schon. Das würde ich mal sagen, 7 Haltestellen ist vollkommen in Ordnung. Einmal fertigstellen. Die Zeiten lassen wir einfach. Intervall könnt ihr jetzt so ein bisschen bestimmen. Das machen wir aber auch mal später, weil wir gehen erstmal zum nächsten Schritt und werden jetzt erstmal ein paar neue Fahrzeuge einlegen. Hier. Guck mal, da ist die Zufriedenheit wenigstens schon mal ein bisschen besser. Und wir können das erste Mal gucken bei Markt, dass wir uns auch mal hier solche Züge kaufen. Sind die eigentlich ticken teurer? Das ist eine gute Frage. Die sind sogar billiger. Ist ja krass. Also die R22B, die sind billiger. Gut, nicht genügend Fahrzeugplätze. Ja, okay. Und dann können wir mal gucken, was jetzt passiert. Wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal hier von 4 wegnehmen, also so wie wir auf 0 sind, wir hatten vorher, mit meinem Augenblick, wir hatten 2,8 Zufriedenheit. Bringen die mehr Zufriedenheit oder weniger Zufriedenheit? Die bringen sogar ein bisschen mehr. Das ist ja krass. Okay, cool. Sehr schön. Gut, dann gehen wir hier mal zum nächsten Schritt. Da können wir jetzt die Linie auswählen. Wir Ibis 124. Wir nehmen einfach mal hier, bei Ibis 124 dasteht, Linie 124. Wir geben uns so ein bisschen Ibis, Kurznamenlinie, machen wir auch 124, ganz unspektakulär, lassen wir auch so ein bisschen in den Farben und Linie speichern. Sehr schön, ja, neue Mails haben wir auch bekommen, das sind auch, glaube ich, immer nur so ein paar Informationen, wenn wir neue Sachen bekommen haben. Wir haben auch neue Logos bekommen, die könnt ihr auch benutzen, wenn ihr wollt, dann müsst ihr im Endeffekt einfach nur hier die Leiste gehen und jetzt auf Logo ändern. Es ist nichts Neues, könnt ihr einfach nur für euch machen. Ist ein lustiger Gimmick. Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Name könnt ihr natürlich auch ändern jederzeit. Wir haben einfach Tramautrasit hier genommen. Und ja, inwieweit das vielleicht später in der Vollversion ausgebaut wird, weiß ich leider jetzt noch nicht. Aber ihr seht, dass die Fahrgastbeförderung, die Zufriedenheit ein bisschen gestiegen ist, die ist immer noch katastrophal. Wir können natürlich bei Linien verwalten, auf die Linie 123 mal gehen und die einfach mal fertigstellen. Dann gehen wir auf den nächsten Schritt. Dann gucken wir mal. Da können wir gar nicht mehr Leute legen. Aber was wir machen könnten, wäre Intervall ein bisschen zu verkürzen. Ist ja hier, guck mal hier. So. Jetzt haben wir nämlich Folgendes gemacht. Wir haben jetzt mal den Intervall ein bisschen verkürzt. Dann seht ihr oben zum Beispiel, dass sich die Fahrzeugeinheit ein wenig ändert. Wir machen mal hier auf 8, also 4 Minuten. Je mehr Fahrzeuge müssen wir legen und desto eher könnte natürlich dann die Zufriedenheit nach oben gehen. Dazu können wir noch mal natürlich hier ein paar ranbasteln. Und dann nehmen wir noch hier ein paar
Guck mal, dann ist die Zufriedenheit schon mal bei 5. Ja, perfekt. Schön. Nächster Schritt. Und einfach mal speichern. Jetzt sieht das Ganze schon mal so aus. Die Fahrgastbeförderung ist schon mal bei 2,0. Linien bei 4,0 von 5, weil da wird der Durchschnitt errechnet. Ihr seht es ja, 5,0 und 3,0. Aber wie gesagt, das gucken wir uns später nochmal an. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt einfach mal unseren ersten schönen Wegeschirn. Und dazu nehmen wir uns jetzt einfach mal, natürlich selbstverständlich, erst einmal hier die neue Tram. Wie gesagt, die sind nur alle gesperrt. Und wir nehmen die Trammaulackierung. Und wir werden jetzt mal unsere Linie hier befahren und gucken mal, wie das Ganze jetzt abläuft, wenn wir an der Universität vorbeifahren. Was da genau passiert, schauen wir einfach mal. Und ja, wann fahren wir? In der letzten Folge sind wir abends gefahren. Aber komm, wir fahren mal ein bisschen früh hier um die Zeit. Und dann starten wir mal. Wie gesagt, bitte nicht vergessen, bei mir läuft es aktuell nicht so gut. Ich habe für mich jetzt herausgefunden, wenn ich zum Beispiel länger auf einer Route unterwegs bin, dann läuft es immer flüssiger. Aber ja, wir müssen einfach damit jetzt so ein bisschen klarkommen. Ich habe einfach Bock auf das Spiel. Wir machen einfach das Beste draus, meine Freunde. So, ah, da sind sie aufgeregt. Guck mal, da ist sie ja auch. In der Trammaulackierung. Einfach nur grün. Aber ist in Ordnung. Da haben wir so ein Logo sogar drauf. Ach, guck mal, da ist das Logo. Ja, die Leute warten hier schon. Mal gucken, wo mache ich den jetzt hier auf? Oh. Ja gut, das ist doch nicht so schön gemacht. Wo mache ich denn den jetzt hier auf? Hier vorne eigentlich, wa? Da. Ja komm, springt mal ruhig rein. Oh. Ja, das ist eine schwarze Wand, aber ich glaube, da können wir trotzdem durchgehen, ja. Ja gut, hier müssen echt ein paar Sachen geändert werden, was interessant ist. Ich weiß gar nicht, ob es so sein soll, aber man sieht auch, das ist eine Glasscheibe. Richtig, als Tür, das ist nicht geil. Also für einen Straßenbahnfahrer, für einen Tramfahrerin ist es halt immer ein bisschen doof, weil ich glaube, der will auch so ein bisschen seine Ruhe haben. Dafür ist es schön ruhig. Jutti, hier sind wir auch schon. Jetzt holen wir die restlichen Fahrgäste hier rein. Oh, ich sehe gerade, die Nummern sind aber auch nicht schön gemacht. Die 124 überschreibt gerade die Johann Friedrich Gasse. So, Türen. Und sind alle geschlossen. Und ich glaube, dann können wir eigentlich auch schon losfahren. Wir haben noch 1,5 Minuten Zeit im Übrigen, deswegen fahren wir mal ganz langsam los. Okay, das geht schon mal. Animation haut auch hin. Ich finde diesen Holztüppel so schön. Also, da sind doch viele Sachen, da muss Viewup auf alle Fälle noch Hand anlegen. Sie sind ja schon so ein bisschen fleißig dabei. Ich glaube, bis dato 2 oder 3 Updates sind schon so gekommen. Sie haben ihre Liste auch schon veröffentlicht, an was sie arbeiten werden. Wie gesagt, ich freue mich halt, wenn es dann so ein bisschen Richtung Performance geht, weil das bei mir auf meiner etwas älteren Grafikkarte, ist in der Videobeschreibung verlinkt, auch aktuell problematisch ist. Aber wie gesagt, wir machen das Allerbeste draus. Haltestelle Danielsplatz. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, links. Finde ich nämlich immer noch schade. Ja, wir müssen eigentlich jetzt links abbiegen. Finde ich immer noch schade, dass. Mal, wir biegen doch jetzt hier rechts ab. Bin ich jetzt total bescheuert? Guck mal, wenn man jetzt hier so reinzoomt, das sind wir, ja? Der Fall ist hier unser Zug. Vielleicht haben sie auch die Karte nicht so schön gemacht. Dann müssen wir halt links abbiegen. Und danach wahrscheinlich denn links. Hätten sie. Ein bisschen detaillierter machen können? Ja, okay. Ja, hätten sie ein bisschen detaillierter machen können. Also die Karte hätten sie wirklich mal diesen Bogen damit reinbauen können. Boah, Alter, ich fühlt sich aber aus. 15 km/h? Noch nie gehabt. Und jetzt einmal links abbiegen. Wie gesagt, denkt immer so ein bisschen daran, bei Kurven oder hier bei Bogen, wie auch immer ihr es nennen wollt, 20 km/h. Bei Übergängen mit Weichen auch, wie hier zum Beispiel auch 20 km/h, auch wenn ihr geradeaus fahren sollt, ansonsten 30, aber ja, in den meisten Fällen 50 km/h. Jetzt kann man zum Beispiel in 20 Meter hoch beschleunigen, werden wir auch machen, weil jetzt hier bergauf geht. Und dafür kriegen wir unsere Erfahrungspunkte. Ja, so sieht es aus. Jetzt seht ihr in knapp 100 Meter wieder 30 km/h. Darauf müsst ihr halt immer so ein bisschen achten. Gerade auch bergauf, da verdienen wir sehr viel Geschwindigkeit. Guck mal, jetzt hier, es geht gleich hoch. Zack. Da verdienen wir richtig viel Geschwindigkeit. Gut. Na, vorne müsste doch der nächste Halt kommen. Ja, da vorne ist er auch schon.
Ja, und im nächsten Video würde ich mir ganz gerne mit euch mal angucken, so einfach mal... Hoppala. Bremsen aber ein bisschen schwächer. Würde ich mir ganz gerne mit euch mal gemeinsam angucken, was bringt eigentlich diese Fahrgastzufriedenheit. Es ist ja schön und gut, ihr kennt es auch von der Schule her, so ein Smiley, der nach oben lächelnd guckt, reinguckt, das ist immer schön. Aber es muss ja irgendeinen Sinn erfüllen. Zum Beispiel im Bus Nummer 21, da haben wir auch diesen Karrieremodus, Wirtschaftsmodus, da geht es auch so ein bisschen um Fahrgastzufriedenheit. Das gibt euch mehr Geld, das ihr dann verdient, um euch neue Busse zu kaufen. Jetzt werden wir mal in der nächsten Folge gucken, wenn wir eine Route fahren, die jetzt zum Beispiel ohne großartige Zufriedenheit ist, wie viele Erfahrungspunkte wir so ungefähr bekommen im Durchschnitt und wie viele wir bekommen, wenn die Zufriedenheit richtig gut ist. Es kann ja sein, dass die Zufriedenheit ein Multiplikator gleichzeitig irgendwie ist. Wie gesagt, das werden wir uns einfach mal angucken. Ja, wir sind ein Ticken zu früh dran, deshalb ein bisschen gemächlicher hier fahren. Ich sehe gerade... Hier ist keine Geschwindigkeitsanzeige bei der R22B. Okay. Gut, ein Glück haben wir die Hat an. Das fehlt also leider auch. Ach, Universität, da können wir uns mal umgucken. Warte mal, aktuell ist natürlich noch bei 0%. Und ich bin der Meinung, wir sollen da halten. Oh, hier vorne, ihr seht es mal hier. Hier sind Weichenübergänge. Ich glaube, wir fahren geradeaus, genau. Aber wir müssen 20 km/h fahren. Da gibt es ordentlich Erfahrungspunkte. Ampeln beachtet, Geschwindigkeit beachtet und dann, glaube ich, nochmal Ampel oder Signale beachtet. Es ist schon ordentliches Räuber am Wald. Die ist schon laut. Die R22B. Campo-Shuttle abgeschlossen. Oh. Das war schon. Tatsächlich. Okay, wir müssen dann nur einmal anfahren. Interessant. Also einmal abholen. 5 Erfahrungspunkte. Erziele einen perfekten Stop an 15 Haltestellen. Oh, das ist eine sehr coole Aufgabe. Also ich finde die Aufgaben ganz cool nebenbei. Werden wir natürlich mal versuchen, genau hinzukriegen. Dann werden wir uns gleich mal angucken, was ist eigentlich ein perfekter Stop. Der nächste halt kommt da vorne an der Ecke auch. Haltestelle. Ihr habt ja im Endeffekt, habt ihr ja, Signal ist offen, okay. Ist, im Endeffekt, hier müssen wir 20 km/h fahren. Ihr seht es ja hier, Weichenstellung überall, deshalb ein bisschen langsamer rüberbrettern. Ihr habt ja normalerweise, wenn ihr das eingeschaltet habt, ja diesen kleinen neonkreisförmiges Symbol. Müssen wir da vorne eigentlich halten? Ich glaube schon. Ja, oder? Also irgendwie ist der Pfeil auch weit weg. Ist das hier Bernhardplatz? Ja. Guck mal, habt ihr jetzt das natürlich, wo ihr halten könnt. Ihr habt aber auch, das machen wir mal ganz langsam. Ich versuche mal hier so ein bisschen runter zu bremsen. Natürlich nicht so einfach. So. Dann habt ihr aber auch noch hier diese gelbe Linie. Und versucht mal da direkt zu halten. Da. Da. 107 Punkte. Das müsste perfekter Halt sein. Okay. War anscheinend kein perfekter Halt gewesen. Ich weiß es nicht. Perfekter Stopp. Ja, war keiner gewesen. Schön. Was mich jetzt ein bisschen wundert ist, warum die vorderste Tür nicht aufgeht. Die machen ja eine Türfreigabe, weil die, ich glaube, die ist einfach kaputt, wa? Die funktioniert nicht. Die sieht auch sehr kränklich aus. Deswegen machen wir die mal wieder zu. So früh abgefahren. Naja, das geht immer noch. Jetzt müssen wir hier einmal links abbiegen. Schon mal den Blinker gesetzt. Ne, wir müssen mal gucken. Also eigentlich war das ein guter Halt gewesen. Wir haben nicht immerhin 107 Erfahrungspunkte bekommen. Kann aber auch daran liegen, weil normalerweise ist schon ab 100 Erfahrungspunkte gut. Kann aber auch daran liegen, dass diese Linie mittlerweile wirklich eine sehr zufriedenhaltige Linie ist für die Fahrgäste. Und wir, wie gerade eben auch schon erwähnt oder gemutmaßt, einfach dadurch prozentual mehr Erfahrungspunkte bekommen. Müssen wir uns mal anschauen. Ich sage in einem separaten Video. Der nächste halt kommt auch schon da vorne. Signal ist offen.
Tonne müssen wir halten. So, kurz mal wieder runterbremsen, ganz langsam vorfahren. Ich war schon so ein bisschen über der gelben Linie. So, jetzt kurz davor. 108. Das ist ein perfekter Halt. Das testen wir jetzt hier aus. Was ist ein perfekter Halt? Ja, mein Freund. Da guckst du, wa? Eieieiei, wo hast du drin gefasst mit deinem Gesicht? Das sah aber sich aber übel aus mit der Augenbraue. Oh, ja. Ihr Arm. Gut, ich muss weiter. Oh, aber auch schön hier. Schön, ich glaube, ich bin hier gar nicht so richtig vorbeigefahren. Oh, hübsch aus. Haltestelle Sommerfeldgarten. So, jetzt müssen wir mal kurz mal gucken. Wieder noch zwei Stationen. Also der perfekte Halt. Ich bin ein bisschen erstaunt. Also vielleicht muss ich vor der gelben Linie halten, obwohl wir echt gute Erfahrungspunkte bekommen haben. So, war zwar ein bisschen hart gebremst, aber ist auch ein schönes Bild eigentlich. Ich würde den Fotomodus hier wirklich lieben. So, jetzt sind wir ein bisschen vor der gelben Linie. Fahren wir ein bisschen weiter vor. Perfekter Stopp. Okay. Ah, oh, okay. Ja, da bleibt er nicht stehen. Okay, also vor der gelben Linie gefühlt, ja, 30 cm, 40 cm davor. Also wir dürfen hier auf alle Fälle nicht berühren oder gar überfahren. Da kommt auch schon der, ja, die Endstation eigentlich gleich hier vorne rechts. Okidoki. Oh, wir waren viel zu schnell, scheiße. Haltestelle Johann-Friedrich-Gasse. Fahrtende. Bitte aussteigen. Achso, Führer hat ja auch mal eine Umfrage gemacht, welche Ansage ihr am liebsten mögt. Also, ich kenn's immer so, nächste Haltestelle und dann die Haltestellenname, die hatten, glaube ich, nächster Stopp oder nächster Halt. Also, ich würde halt eher präferieren, gerade jetzt im deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, wie es jetzt vielleicht in Österreich oder Schweiz ist, aber es ist, wenn, eigentlich eher nächste Haltestelle. Achso, hier müssen wir gar nicht rechts abbiegen. Nächste Haltestelle, Dingsterbumster. Level 11, geil! Ja, ansonsten, also die R22B hat mega viele Fehler, muss man echt mal sagen. Also natürlich angefangen hier bei den Türen, bei der Vordertür. Das sieht man aber auch hier sehr gut. Bei den Druckknöpfen hier, dass die Türen aufgehen. Wir haben hier die Geschwindigkeitsanzeige, also hier sind einige Fehler. Der Sound ist auch irgendwie nicht so geil. Also die wirkt schon so ein bisschen wie, bitte erlöse mich. Immerhin funktionieren hier aber gerade die aktuellen Signale, auch wenn die Autos gerade anscheinend irgendwo rübergefahren sind. Aber wir haben noch keine Freigabe bekommen. Die kriegen jetzt rot, jetzt kriegen die Freigabe. Das ist ja an vielen Stellen noch hier ein bisschen problematisch. Soll auf alle Fälle noch behoben werden. Und dann war es eigentlich auch schon gewesen. Jetzt müssen wir gleich nochmal hier rechts reinfahren. Ja, und dann werden wir uns auf alle Fälle mal in der nächsten Folge, wie gerade eben schon erwähnt, angucken, wegen der Zufriedenheit der Fahrgäste. Was das bringt, kriegt ihr mehr Punkte dafür, müssen wir uns alles wieder mal angucken. Und natürlich werden wir mal schauen, dass wir zum Beispiel diese Haltestellen, perfekte Stops, natürlich so gut es geht mal hinter uns. Ich hab aber... Ach, leck mich doch.
Das hat aber grün gehabt. Mir jetzt an hier. Also grün. Ihr wisst, was ich meine. Scheiße, jetzt ist hier zu lange brauche. Ey, jetzt haben die bestimmt rot. Ja, jetzt ist zu. Ja, das ist aber wirklich. Komm, wir achten mal darauf. Wir gucken uns das mal an. Da, ja, wirklich. Ja, das ist schon. Oh. Das ist schon Käse. Gut, dann steigen wir mal wieder ein. Kannst jetzt auch nicht ändern. Also laut denen kommt niemand. Unsere Tram ist einfach schwarz. Im Spiegel. Aber trotzdem, ansonsten für 7 Haltestellen, glaube ich, haben wir eine gute Punkteausbeute. Ich habe in der letzten Folge fast 9000 Erfahrungspunkte eingesetzt. Da war ich jetzt sehr erstaunt gewesen. Das waren auch insgesamt, ja, ich glaube, 2x9, 2x10 Haltestellen gewesen. Aber es war echt gut. Hier funktioniert es gut. Der Halt kommt erst noch, wa? Ach, guck mal, also, das ist jetzt auch wirklich nicht böse gemeint, aber das muss man doch irgendwie von Anhieb hinkriegen. Unser Fall ist nicht mal auf der Linie. Das ist sowieso alles ein bisschen kantig, habe ich gerade das Gefühl. Das sieht gerade ein bisschen so doof aus. Das müssten sie halt auch mal irgendwie verfeinern. Da vorne, okay. Auch schön eigentlich hier. Das ist so ein bisschen Friedestraßen-Style, muss ich jetzt hier mal sagen. Ja, auf die gelbe Linie so ein bisschen achten. Wo ist denn die? Die existiert gar nicht, okay. Freie Schnauze gehalten. Ja, jetzt steigen jetzt quasi die Leute ein. Ey, die sind aber alle buggy, sehe ich gerade. Aber Endstation war eigentlich jetzt gewesen. Jetzt müssten eigentlich, egal, vielleicht weil ich so spät bin oder so. Nö. Das so ist natürlich viel schöner. Und die 124er-Linie ist jetzt nicht durch die Haltestellen-Anzeige zerquetscht. Das ist sehr schön. Hä? So früh abgefahren? Ja, da fragt mich doch vorher. Mann. So, Juti, Freunde, das war auch schon gewesen. In der nächsten Folge gucken wir uns noch ein bisschen genauer an, wie es mit den Fahrgastzufriedenheiten ist. Wir haben ja schon so ein bisschen mitbekommen, dass ja aufgrund einer neuen Straßenbahn das Ganze ein bisschen besser steigt. Intervalle gucken wir uns, also wir versuchen das Ganze ein bisschen zu mixen. Ich weiß, dass hier und da immer noch Probleme sind, also nicht nur hier in diesem Spiel, aber auch bei den Bestücken der einzelnen Linien. Das gucken wir uns aber, wie gesagt, in dem Video an. Und wir gucken uns mal an, das ist sehr interessant, das weiß ich selber auch gar nicht, ob diese Fahrgastzufriedenheit auswirkend auf das ist, was wir an Erfahrungspunkten bekommen. Das wäre auf alle Fälle eine coole Sache, wenn es so ist. Ich denke mal schon, weil sonst, muss man ehrlich gesagt sagen, hätte es gar keinen Sinn. Aber das alles in der nächsten Folge, Freunde. Wir sehen und hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüssikowski.